Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Deus Ex. Ja, letztes Mal ist das Spiel einfach so abgestürzt da hinten. Das war die Stelle. Und ja, das haben wir hinter uns. Ich habe diesen Typen nochmal einfach so getötet. Wir durchsuchen den mal. What the fuck? Okay. Kannst ihn loslassen. Gut, wir gehen mal weiter. Wir waren ja hier drinne, da war noch etwas zum Aufheben, nämlich die Elektroschockpfeile. So, das Gewehr haben wir hier. Und wir schauen mal eben hier so ein bisschen. Ich schleiche mich mal so ein bisschen rum. Alles klar. Alles klar. Oh. Da warten wir mal eben kurz, denn die Leute, die bewegen sich ja jetzt momentan. Das wird ziemlich schwer. Warte mal, Tabulator halten. Tarnung. Erfolgreiches Schleichen hängt von mehreren Faktoren ab. In geduckter Haltung machen Sie am wenigsten Lärm. Sichtverbindung ist wichtig. Und in Deckung ist die Gefahr geringer, dass Feinde Sie anvisieren können. Alles klar, das kennen wir ja schon. Die Leier. Wir warten einfach mal. So, jetzt geht der nämlich da wie im Video lang. Und, wir knocken ihn einfach mal um. So. Und schaffen ihn gleichzeitig aus dem Weg. Na komm. Na komm. Ja, genau, hier lang. Schön brav. Sehr gut. So, jetzt müssen wir natürlich gucken. Das ist schwul. Wie soll ich denn mit dem Ding zielen? Ah, mittlere Maustaste ist das hier. Alles klar, dann schleichen wir mal hier rum. Okay. Da oben ist ein Helikopter. So, das finde ich geil gemacht. Das finde ich wirklich geil gemacht. Wir gehen hier mal weiter. Vielleicht können wir den ja komplett ignorieren. So, der geht da lang. Wir warten hier mal schön bei diesem brennenden Ding. Drücken leer, damit wir hier weiterkommen. Er schaut zu uns. Er schaut. Er schaut und dreht sich dann um. Wir versuchen hier mal weiterzugehen. Ja, sehr schön. Das funktioniert bis jetzt ja ganz gut. Jetzt ist halt hier dieser Typ hier. Gut. Wir gehen einfach mal so vorbei. Und Tür auf, Tür zu. So, da sind wir doch Richard, ich drin. bin Haben da. es Die geschafft. Tür war kein Problem. Freut mich für Sie. Der Ja. Taifun ist in den Produktionslabors. Direkt hinter den Montagelabors ist ein Aufzug, der Sie hinbringt. Verstanden. Alles klar, dann checken wir mal hier. Da ist einer. Ganz cool hier rüber. Hier auch. Dasselbe Spiel. Da ist eine Tür. So, was haben wir hier? Nieder mit den Maschinen. Wir sind Purity First. Nieder mit dem Metall. Spüren Sie Ihren Körper. Lügen sind aus Stahl. Die Wahrheit ist Fleisch und Blut. Sind Sie es leid, dass menschliche Cyborgs auf rechten Männern und Frauen die Arbeitsplätze wegschnappen, haben sie Optimierer satt, die sich selbst verstümmeln und erniedrigen. Bla bla bla. Ihr könnt ja anhalten. Warte, ich. So, jetzt könnt ihr hier anhalten und jetzt könnt ihr hier anhalten. So, was ist das? Okay, ja. Okay, cool.
Haben wir darauf Zugriff? Ja. Defektes Fleißband. Phil, wir haben wir... warte mal, E-Mails. E-Mails, ah. Tori? Müsste 30 Minuten soll ich sein, okay. Überstunden, hallo zusammen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt mein E-Mail-Konto ist oder ob das jetzt ein Konto ist. Fuck. Checken wir mal. Das Problem, da steht auch noch einer dahinter wahrscheinlich. So. Ja, das ist es nämlich. So. Sehr cool. Und den hier wieder. Oh. Mal plündern. Ach so, ein kurzdrücken ist plündern und langdrücken ist wegschleifen oder sonst was. So, den legen wir hier mal hin. Hier ist er, glaube ich. Fuck. Das war aber knapp hier. So, gehen wir mal hier lang. Alles klar, wir checken die Gegend. Da hinten steht einer. Und da ist auch noch mal einer. Okay, langsam wird's... Wir müssen nach da hinten, ne? Aber wir müssen nicht hier runter, das... Sehr cool. Da können wir sie alle umgehen. Wir schauen mal rein. So. Setzen uns mal hin. Was zu trinken. Wieder das. Und Radio. Holy. Okay, ich bin gerade ein wenig aufgeflogen. Ich sehe da nur leider nichts. Ich weiß nicht, wo die sind. Das ist das Problem. Ich weiß, dass die vor mir sind, ja? Okay, die sind im Raum drinne. Hm. So, wir machen die Tür auch direkt wieder zu, damit wir vielleicht nicht so schnell erkannt werden. Toilette benutzen. What the fuck, man kann die Toiletten benutzen? Kommt man da durch? Nein, ne? Schade. Wäre auch echt zu schön gewesen. So. Die Dinger hier sind ganz praktisch. So, wir warten eben eine kurze Weile. Hey, hat jemand was gehört? Was? So, chillen uns hier hin. Bleiben mal mit der Waffe hier sitzen. Bist du noch da? Ja, ich bin noch hier. Mach doch. Komm her. Wow. Was eine Action. Ja, ich habe die Tür etwas zu früh aufgemacht. Das habe ich nicht mit einberechnet. Problem ist, wenn ich springe. Ich hätte die Tür zumachen müssen. Ah, ich habe den ja nur niedergeschlagen. Stimmt. Wir machen jetzt eine kleine Pause für eine Mitteilung unserer Sponsoren. Ah, Moment, ich habe ja gar keine schwierigen Sponsoren. Dann reden wir eben einfach unzensiert weiter. Ich würde gerne mit Leuten reden, die in den Fabriken dieser Biotech-Unternehmen arbeiten. So, da kommen sie gerade. Wir lauschen einfach dem Radio, ignorieren erstmal diese Typen hier. Klack, 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 klack. Woher solltet ihr also wissen, dass diese unkontrollierte Technologie uns alle umbringen wird? Alles klar. Niemand fragt nach eurer Meinung, wie teuer diese auch sein sollten. David Sheriff, spazier!
So, jetzt nochmal hier, bam. Und nicht looten, komm. Wegschleifen. Ach so, der ist im Nebenraum, der Typ. So, die Spinte kann man benutzen. Vielleicht ist da ja irgendwas Brauchbares drin. Da ist noch ein Raum. Checken wir auch mal aus. Aber hier scheint nichts Wichtiges zu sein. Da ist aber noch was. Sehr gut. Gut. Jetzt müssen wir nur schauen. Den Typen, den schleifen wir am besten noch ein bisschen weiter weg. Vielleicht sogar in den Raum. Ja, wir stecken den am besten in den Raum da hinten. Damit er nicht allzu schnell Alarm schlagen wird. So. Jetzt haben wir das Gewehr noch kein einziges Mal benutzt. Das kann doch nicht sein. So. Den Typen, den hätten wir da. Wo läuft der Typ hier rum? Da. Jo, ist da jemand? Jo, ist da jemand? Okay. Das ist ja scheiße. So, wir gehen mal dahin, weil wir müssen dahin. Auf jeden Fall. Verdammt! Triffst mich wohl nicht, Arschloch! Ich seh dich, Blechdose! Verdammt! Okay, das ging mir alles ein wenig zu schnell. Ich weiß nicht, die Pistole, die hatte kaum Schuss und, ja, gut. Also, noch einmal versuchen von... Ja, von... Bridget, hoffentlich nicht ganz dran. Vorne. Die ja. Tür war kein Problem. Freut mich für Sie. Nein, der von Teil hier aus. Ist in den Produktionslabors. Direkt hinter den Montagelabors ist ein Aufzug, der Sie hinbringt. Verstanden. Alles klar, dann machen wir das von hier aus. Das sind ein, zwei Gegner, die man da ausschalten muss. So, hier wäre der erste. Wie dramatisch das immer gemacht ist, ne? So, den schnell schnappen und wegziehen. So. So, und dann checken wir mal die Pistole. Die hat nämlich nur 3 Schuss im Magazin gehabt, ja. So, jetzt können wir hier vorbei. Jetzt sind wir an dieser Stelle hier. Genau. Einfach rüber, hier warten und weiter. So, okay, wir können hier vorbei. Das war dann nämlich hier hochspringen und dort rein. Die Tür machen wir wieder zu, weil das einfach sicherer ist. Und dann checken wir das mal. Er sollte nicht einfach so abhauen. Sieg will, dass wir voll konzentriert sind. Wozu? Die Polypen werden so. Hier nicht auftauchen. Ist da jemand? Holt ihn euch! Probier's jetzt mal! Scheiße, wo ist der? Lauf nur weiter! Lauf bloß ab! Einfach vorbei! Oh Gott, das war aber knapp hier. Die Tür zum Montagelabor zu entriegeln, aber meine Codes funktionieren nicht. Jemand hat die Protokolle geändert. Wow. Was? Haben Sie denn nicht? Ich bin dabei. Aber bis ich die Codes geknackt habe, müssen Sie die Tür manuell hacken. Pritchard out. Alles klar, den hacken. Beim Hacken versuchen Sie, die Registry des Geräts zu kontrollieren, um Zugriff auf die entsprechenden Sicherheitscodes zu erhalten. Dazu müssen Sie durch das Netzwerk navigieren und dabei Knoten übernehmen.
Sie beginnen mit dem Hacken an dem Punkt, an dem Sie in das System eindringen, dem IO-Port. Möchten Sie einen Knoten übernehmen, markieren Sie ihn und halten Sie die Interaktion-Taste gedrückt. Nun erscheint ein Menü mit den Programmen, die gegen den Knoten eingesetzt werden können. Das Bewegen von Knoten zu Knoten erfolgt über Brücken. Eine Brücke kann uni- oder bidirektional sein, okay, was durch Pfeile angezeigt wird. Wenn Sie einen Knoten übernehmen, besteht eine Gefahr, dass das Netzwerk Sie bemerkt. Je höher die Stufe des Knotens ist, desto größer ist die Gefahr, entdeckt zu werden. Werden Sie bemerkt, bewahren Sie Ruhe. Noch ist es nicht vorbei. Sie müssen sich nur beeilen. Das Netzwerk wird versuchen, Ihren Anfangspunkt zu ermitteln und Sie aus dem System zu werfen. Wenn es Ihnen gelingt, die Verzeichnisse zu übernehmen, bevor das Netzwerk Ihren IO-Port erreicht hat, ist alles okay. Okay, dann versuchen wir das mal. So, hacken. Hier, hacken. Verarbeitet Daten. Sicherheitsstufe 1. Versuche übrig 5. Hacken wir. Also, das war ja irgendwie von hier aus, das ist mein Hauptpunkt. Dann übernehmen wir den. Das ist Entdecken mit 60%iger Wahrscheinlichkeit.